Am 29. Juni hatte das Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern der Friedrich-Ebert-Stiftung in das Rostocker Intercity-Hotel zu einer spannenden Podiumsdiskussion eingeladen. Zeitenwende, wir müssen reden über Spaltung und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Prominenter Gast des Abends war der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. Der 79-Jährige referierte und diskutierte über die Herausforderungen für die Demokratie und die pluralistische Gesellschaft in Zeiten von Krise und Wandel. Wir sind in Deutschland wie überhaupt in der Welt mitten in dramatischen Veränderungen. Vieles findet gleichzeitig statt, fordert uns gleichzeitig heraus. Die Globalisierung, die Digitalisierung, Stichwort künstliche Intelligenz, die Migrationsströme und vor allem die Verhinderung der ökologischen Katastrophe. Vieles gleichzeitig, was andere Politik verlangt, was Veränderung unserer Produktions- und Lebensweise verlangt. Und das ist eine riesige Herausforderung, auf die die Menschen ganz unterschiedlich reagieren. Für die Friedrich-Ebert-Stiftung hat das Thema vor dem Hintergrund des Wahlerfolges eines AfD-Politikers bei den Landratswahlen im thüringischen Sonneberg neue Brisanz gewonnen. Wir reden ja sehr viel lieber über Zusammenhalt, aber wir befinden uns in einer sehr gestressten Gesellschaft. Wir stellen fest, es ist eine hohe Krisenmüdigkeit da und auch eine Politikverdrossenheit. Eine Verdrossenheit mit dem politischen System, den politischen Institutionen, den Parteien, den Politikern. Das ist das eine. Die Menschen haben persönliche, ganz große persönliche Sorgen, die Zukunft. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass wir fit werden müssen für die Zukunft. Das heißt, wir haben ganz viele Transformationsprozesse zu bewältigen. Laut Wolfgang Thierse gibt es Menschen, die reagieren auf Veränderung und Wandel mit Abwehr und Wut. Diese Menschen tendieren zu einfachen Antworten, die es aber so in einer komplexen Welt nicht gibt. Wolfgang Thierse sprach auch über mögliche Lösungen. Erstens, Politik muss schrittweise Antworten geben und umsetzen, aber das geht nur schrittweise. Wunder kann Politik nicht verbringen, aber viele Menschen erwarten ganz schnelle, wunderbare Lösungen, möglichst schmerzlos. Also muss man auch das, was man tut, Schritt für Schritt so gut wie möglich erklären und zugleich sagen, was wir tun, und auch wenn es schmerzlich ist, Stichwort Gebäudeenergiegesetz, ganz schwierig, in der Sache schwierig, aber es hat damit zu tun, dass wir unsere Zukunft gewinnen wollen. Der ehemalige Bundestagspräsident betonte, dass er in diesem Jahr einen Appell für Waffenstillstandsbemühungen im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine unterschrieben hat. Die Diskussionsrunde wurde durch die SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Tschau moderiert. Mit dabei auch Sabrina Repp, Mitglied der Enquete-Kommission Jungsein in MV. Die 24-Jährige möchte demnächst für das Europaparlament kandidieren. Ja, mir ist es besonders wichtig, dass wir auch über Jung und Alt reden. Insbesondere glaube ich, dass ganz oft junge Menschen andere Interessen haben, vielleicht andere Meinungen zu gewissen politischen Themen. Und ganz oft gelingt es jungen Menschen nicht, dass die Gehör finden. Weil eben, wenn wir uns zum Beispiel den Bundestag anschauen, den Landtag anschauen, da sitzen eben vorwiegend ältere Leute, die natürlich auch ihre Themen und Interessen spielen können. Nun ist es so, dass oft junge Menschen nicht so viel Gehör finden. Und gerade das, wenn wir über Spaltung und Zusammenhalt in einer Gesellschaft reden, ist mir wichtig zu sagen, dass auch junge Menschen mehr Gehör in politischen Bildungsprozessen, in politischen Meinungsprozessen finden müssen. Für Sabrina Repp verschärfen sich die Konfliktlinien wie Ost-West-Unterschiede und das soziale Gefälle. Vor allem junge Menschen werden zukünftig mit den strukturellen Benachteiligungen zu kämpfen haben. Ein offensichtliches Problem ist aber auch die politische Positionierung der Menschen zwischen links und rechts. Wir haben jetzt in Sonneberg gesehen, dass ein AfD-Landrat gewonnen hat. Und das macht natürlich auch was mit uns jungen Menschen. Und da eben auch für eine Demokratie einzustehen, zu sagen, wir sind Demokratinnen und Demokraten und treten beispielsweise in eine Partei ein, engagieren uns politisch in verschiedenen Organisationen, dass das eben auch wichtig ist, um eben Demokratie zu erhalten und Demokratie in dem Sinne in Anführungsstrichen zu verteidigen, auch künftig. Ja, ich glaube, gerade
Laut Sabrina Repp ist die politische Bildung ein wichtiger Schlüssel. Die 24-Jährige geht selbst an Schulen und informiert junge Menschen über Politik. Sie ruft dazu auf, Haltung zu beziehen. Katrin Schau möchte mit den Menschen im Gespräch bleiben, zuhören können und beharrlich die eigene Position erklären. Dass jeder und jede von uns gerade gefragt ist. Auch wenn in Freundeskreisen nicht mehr über Politik gesprochen werden kann, weil alle schon wegen Corona und wegen allen anderen Fragen, Krieg und so weiter, mit den Augen drehen und sich alle zerstreiten. Trotzdem zu versuchen, im Gespräch zu bleiben. Und es dann auch hinzunehmen, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, aber doch im Gespräch zu bleiben. Das ist, glaube ich, das Fazit des heutigen Abends. Laut Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse sollten wir unsere Vorstellung in die Politik einbringen und für Mehrheiten streiten. Für einen politischen Zusammenhalt und demokratische Gerechtigkeit. Politik muss gerade heute hoffnungsorientierter sein, statt Ängste zu schüren.